Wolfman, Band aus Zürich. Heute hier 39. Musikfestwoche in Winterthur. Kurz nach dem Konzert. Wie ist es für euch gesehen, hier zu spielen? Es hat Spass gemacht. Es hat plötzlich mega viele Leute gehabt. Also vorher hat es geregnet und man hat gedacht, so, oh, okay, da hat es vielleicht mega wenig Leute und so. Aber die Sonne ist dann gekommen und das hat uns extrem gefreut. Und dir, Kate? Ja, es war eine lustige Erfahrung und zum Glück, dass dein Amp ausgestiegen ist auf der Bühne. Das kann ich jetzt nicht wieder sagen, in public. Aber ja, schon. Aber es ist eigentlich noch gut, dass er beim letzten Song und dann haben wir es irgendwie können, haben wir ein Stück eigentlich mehr oder weniger improvisiert am Schluss. Und das finde ich eigentlich noch gut, dass wir als Band irgendwie genug gut funktionieren, um zu sagen, okay, etwas geht weg als Instrument und es läuft weiter und sogar ein tragendes Instrument ist weggeht und es ist trotzdem gegangen. Das hat mich mega gefreut. Ihr seid eine relativ junge Band, also als Wolfman eigentlich auch fast Newcomer, aber trotzdem habt ihr einen musikalischen Background. Nein, erzähl jetzt mal über den Angelo. Nein, der macht seit 12, nein, was rede ich, seit 16 Musik. Das war in zahlreichen Bands. So, ich kenne es ab den Telefons. Wie heisst deine erste Band? The Struggles. The Struggles, ja. The Struggles, Telefons, nachher Signori Misteriosi und dann mit mir, Wolfman, angefangen. Und nebenbei ist er auch noch so ein bisschen Techno-Produzent, das ist 1000 Sassen. Regt mir ein bisschen auf. Und ich, ja. Piep, next! Ich habe auch schon am Bandit Finale gespielt in Winterthur. Und mit Telefons habe ich auch schon mal da gespielt. Weißt du, ich kenne es da. Ich habe noch nie in einer Band gespielt bis jetzt. Wolfman ist mein erstes Bandprojekt. Und ich höre gesungen. Als Jugendliche. Das wäre so meine Gesangskarriere. Und einen grandiosen Musikgeschmack, darfst du nicht vergessen. Ja, vielleicht habe ich das Musikgespür, dass wir überhaupt zusammen Musik machen können. Aber eben, es ist so das erste Mal, wo ich eigentlich... Aber irgendwie mit dem Angelo zusammen funktioniert das super, dass wir zusammen Musik kreieren können. Und das wollte ich schon immer machen. Aber nie... ich habe die Person gehabt, die mich so wie mitreisst und einfach in das reinzieht. Und das hat Angelo mit mir gemacht. Und ich habe auch extrem viel gelernt jetzt in diesen 3 Jahren, seit wir eigentlich zusammen arbeiten. Bandname und eure Musik, wie kommt das zusammen? Also ich glaube, die Wölfe symbolisieren eigentlich so ein bisschen die Rastlosigkeit und Wölfe sind irgendwie nicht wirklich Einzelgänger, obwohl es glaube, ich weiß gar nicht so genau, sind Wölfe eigentlich sind sie im Rudel, oder? Und ja, es ist glaube so ein bisschen Symbol für so ein bisschen das Treibende, zum so ein bisschen Nein, also, ich weiß nicht, wir sind ambitioniert, wir haben irgendwie Pläne und Musik, es geht auch um Musik schlussendlich. Wir haben mega Freude, Musik machen, aber wir machen nicht Musik, um im Keller zu Hause ein bisschen für sich Musik machen, sondern wir wollen sie auch zeigen. Wir sind sehr ähnlich dort durch. Also wir sind nie ruhig, wir geben uns auch nicht wirklich zufrieden mit etwas, sondern es muss einfach immer weitergehen und zum Nächsten. Und es ist... Und von Art ist es... Ja, es kann auch sehr anstrengend sein und es kann eine gewisse Schwere haben, wenn man irgendwie nicht kann so eine innere Ruhe finden. Und das haben wir oft mit dem Wolf verbunden. Es hat aber auch damit zu tun, dass einer von unseren Songs Wolfman heisst, was aber nochmal ein bisschen aus einem anderen Grund so heisst, ist, weil wir uns so vorgestellt haben, so die Rastlosigkeit, eben auch wieder die Rastlosigkeit von den Menschen, die immer unterwegs sind, immer und auf der Suche sind irgendwie nach dem Glück. Und also es ist nicht so der happy Elektropop, wo dann der Disco los ist oder so. Also da ist sehr viel drin, also musikalisch und von den Texten. Ja, das ist immer so eine schwierige Frage. Wir fragen uns das manchmal auch, was für eine Art Musik machen wir? Und Elektropop ist ja so wie so ein Überbegriff. Es gibt sehr viel Elektropop, der sehr unterschiedlich ist. Oder es ist wie, wenn du sagst, elektronische Musik, dann gibt es zig, hundert Unterteilungen. Und ich glaube so, manchmal dürfen wir auch als Musiker ein bisschen bequem sein und sagen,
That's not my job. Für das haben wir Musikjournalisten, die Reviews schreiben über Alben und sagen, was für ein Musikstil ist, dass das ist. Unified ist euer aktuelles Album. Was sagt ihr selber zum Album? Ich finde es, für mich ist es in sich stimmig. Also wir haben auch, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber ein paar Songs haben wir rausgekickt. Und gewisse Songs, die auf dem Album sind, wie sie jetzt drauf sind, sind ganz, ganz anders gewesen am Anfang. Und wir haben sie dann komplett überarbeitet. Und darum ist für mich das Album wirklich so das Endprodukt von all unserem Output in diesen eineinhalb Jahren, wo wir daran geschafft haben. Es ist eigentlich fast ein eigener Musikstil, den man zuerst ein bisschen etablieren muss. Also, wie haben die Leute darauf reagiert? Eigentlich sehr positiv. Also wir waren auch selber ein bisschen überrascht gewesen, dass wir auch so eine Resonanz eigentlich mit dem Album erreicht haben. Wir haben, ich meine, so damals bei Man for Music an der Demotape-Klinik habe ich gefunden, hey, nein, komm, wir gehen irgendwie, weil bevor wir drankommen wären, habe ich gefunden, komm, wir hauen ab irgendwie, ich muss mir das nicht antun, also auseinandergenommen werden von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Und zum Glück sind wir nicht gegangen, oder? Und also einfach von allen Sparten sind irgendwie Leute zu uns gekommen und gefunden, das gefällt ihnen. Und das habe ich irgendwie recht speziell gefunden, dass wir nicht, wir haben nicht einfach ein Publikum angesprochen. Es ist schon eine Zeit her, seit das Album rausgegeben hat, haben wir in dieser Zeit schon wieder an neuen Songs arbeiten können. Wenn wir den Albumnamen verraten, weil dann kann es eben niemand, wenn es eben öffentlich ist, dann kann es nachher niemand mehr kopieren. Ja, das ist so der. Das stimmt. Also wir wissen schon, wie das Album heisst. Wir haben schon ein paar Songs, wir haben schon Pläne. Also was man kann sagen kann, ist, dass wir sicher jetzt so ab Ende September uns mehr und mehr werden vergraben und an Songs arbeiten. Das Ziel ist eigentlich, dass wir voll auf den Weihnachtsmarkt einfahren können mit einem neuen Album. Weihnachtsalbum? Nein, nein, so weit sind wir gar noch nicht. Wie viel Einfluss habt ihr bei den Videoclips? Habt ihr das Drehbuch selber geschrieben? Und wie Spass macht es euch, Videoclips zu produzieren? Ja, also der erste Clip, der mit den Wölfen, den haben wir eigentlich zusammen ausgearbeitet mit der Lisa Blatter von 2zu1 Film, der den Clip für uns gedreht hat. Die Geschichte haben wir so zusammen eigentlich entwickelt. Also die Geschichte, das war halt so ein Konzeptvideo gewesen. Und dann eigentlich das zweite Video, wo der Hamza, wo unser Mann, der Keys und am Bass, hat der für uns gedreht. Und das war wirklich so gewesen, wir haben, ich weiß auch nicht, wer hat die Idee mit der Leinwand und... Der Jan Gassmann. Ah, stimmt, der Jan Gassmann hat die Idee gehabt, genau. Und dann haben sie gefunden, so, wir projizieren einfach an die Wand und ihr macht. Das war sehr improvisiert gewesen und der Clip hat uns extrem Spass gemacht zu machen, weil der ist so... Dort haben wir mega... Also ich habe einen recht lustigen Nachmittag gefunden. Das, ja, also ich finde es so... Ich mache es mega gerne. I'm gonna tell you, you think you're done.